Moin zusammen, Nico hier. Wenn du in letzter Zeit mal im Elektrofachhandel unterwegs warst, bist du am Asus ZenBook Flip 13 vorbeigekommen. Das Gerät ist immer noch ziemlich frisch am Markt und ich hatte das Glück, es eine Weile lang bei mir haben zu dürfen und berichte euch jetzt von meinen Erfahrungen damit. Wenn du das Gerät auspackst, gibt es meiner Meinung nach erste Hinweise darauf, dass das Flip 13 fähig ist, dein Desktop-Setup zu werden. Soll heißen, dein Hauptrechner, so würde ich das nennen. Weil trotz, dass das Gerät super schlank und vielseitig ist, hat es genug Power dafür. Mein Flip 13 hier vor mir hat einen Intel Core i7, 11. Generation, 16 GB RAM und eine 1 TB SSD-Festplatte. Der ganze Laptop ist EVO-zertifiziert und was genau EVO-zertifiziert heißt, kannst du dir angucken, Link in der Beschreibung dieses Videos. Also, das Gerät hier hat genug Power für Videoschnitt und Gaming. Und das auf einem OLED-Display. Lecker. Spaß zuerst, oder? Schnitt rüber zu Ori and the Will of the Wisps. Let's go. Und schön runterschweben. Ich habe mich aus zwei Gründen für Ori entschieden. Visuals und Musik. Ori ist mal einfach ein super ästhetisch gestaltetes Spiel. Die Landschaften, die Bewegungen und die Lichtstimmung sind einfach nur bildschön. Außerdem ist es im Game Pass Ultimate enthalten. Und ich bin eher so der manchmal zum Chillen abends Spieler. Und gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist Ori für mich das Spiel für abends, gemütlich im Wohnzimmer, abgedunkelt, chillen. Und da muss ich sagen, ist OLED eben wirklich ein Geschenk. Die Farben, der Kontrast, Hammer. Ein Bildeindruck ist natürlich immer schwierig in Worte zu fassen, aber ich würde es ungefähr so sagen. OLED-Technologie, mit der ihr zur eigenen Abdunklung der dunklen und Schwarzbereiche ist einfach entspannend für die Augen. Das kann ich persönlich so richtig spüren. Und bei einem 13 Zoll Display sitzt du beim Spielen ja auch recht nah am Display, also in etwa eine Armeslänge entfernt oder sogar weniger. Und bei so einem kleinen Abstand zum Display und dann in einem abgedunkelten Wohnzimmer spüre ich das in den Augen. Ist subjektiv, klar, aber hier kommen jetzt mal ein paar Hard Facts zu dem Display. Full HD Auflösung, HDR Support, 100% DICP 3 Farbraum, kurz sacken lassen, wiederholen. 100% DICP 3 Farbraum, 90 Hz Bildwiederholungsrate, 300 Nits hell. Und an der Stelle nochmal wiederholt, OLED. Das OLED-Panel bzw. die besonderen Eigenschaften dieses Panels sind TÜV-zertifiziert. Bei Displays und ihrer Augenverträglichkeit geht es immer um den Blaulichtanteil. Das ist der Anteil im Licht, der gerade jetzt im Winter dein ganzes System durcheinander bringen kann. Über deine Netzhaut nimmst du, wenn du viel am Bildschirm sitzt, eventuell viel Blaulicht auf. Kommt natürlich auf den Screen an. Und das kann die Melatoninproduktion und somit deinen Schlaf stören. Der Screen des Flip 13 hat 70% weniger Blaulichtanteil als ein durchschnittliches LCD-Display. 70% weniger. Beim TÜV-Zertifikat sind noch andere Display-Eigenschaften mitbewertet, aber das führt dann jetzt hier zu weit. Blaulichtanteile und Flimmern sind bei diesem Display einfach mal auf Bestwert. Wenn du dich noch nicht so viel mit Displays auseinandergesetzt hast, eigentlich ist es ganz einfach. Wenn du jetzt in einen Elektronikfachhandel gehst, weil du dir einen neuen Fernseher kaufen möchtest, welche Technologie würdest du gerne nehmen wollen? Welche Technologie würde man dir im Laden wahrscheinlich empfehlen? OLED, oder? Und es ist auch eine richtig gute Wahl für einen Laptop. Und zwar für Arbeit, Netflix und so einiges an Gaming. Zurück zum Warum Ori für meinen Test. Grund Nummer 2 ist ganz eindeutig die Musik. Beim Sound kommt einem zugute, dass Asus den sogenannten Ergolift hat. Falls du das noch nicht kennst, das ist ein Asus-eigenes Patent. Viele Asus-Laptops haben diesen cleveren kleinen Kniff, naja, klein nicht wirklich, einen cleveren Kniff, dass sich der untere Teil des Laptops vom Boden abhebt, wenn man das Display aufklappt. Das ist der Ergolift. Das bietet nicht nur bessere Kühlung für den Rechner und so auch mehr Prozi-Leistung, sondern bietet auch eine klangliche Verbesserung. Wie verändert das jetzt technisch gesprochen den Klang und warum ist leicht vom Tisch abgehoben besser? Du kennst das eventuell aus dem Bereich der Kopfhörer und Lautsprecher. Da gilt häufig, je größer, je besser. Die hier klingen richtig gut. Damit kannst du lange, lange Musik hören, ohne dass dein Gehör ermüdet. Die sind auch nicht gerade klein. Was will ich damit verdeutlichen? Raum und Klang haben immer miteinander zu tun. Und mit Raum meine ich nicht das Zimmer, sondern tatsächlich den Luftraum zwischen dem Lautsprechertreiber im Laptop und der nächsten Wand, die Schall reflektieren würde. Im Falle eines Laptops also das Gehäuse oder der Tisch. Asus nutzt mit dem Ergolift den zusätzlichen Raum aus, um den Laptop auch klanglich ästhetisch zu gestalten. Damit kannst du auch Ori spielen und die Musik genießen, und zwar ganz ohne Kopfhörer.
Okay, genug zum Bild- und Soundeindruck beim Gaming. Kommen wir jetzt mal zu dem Flip 13 im Einsatz als Videoschnittmaschine. So oder so ungefähr würde ich das mit dem Flip 13 aufbauen, wenn es meine Videoschnittmaschine wäre. Ganz klar, zweiter Monitor müsste her, aber das ist ein anderes Thema. Hier läuft jetzt meine Screen-Recording-Software und natürlich die Videoschnittsoftware. Und ich möchte jetzt demonstrieren, dass das Gerät genug Power dafür hat. Ich habe also eine 4K-Videodatei reingeladen und fange jetzt also mal an, den Chip richtig unter Druck zu bringen, aber so richtig. Wenn du, lieber Zuschauer, jetzt nicht so tief drin bist in der Videoschnittmaterie, das absolute Nadelöhr für jeden Workflow bei einer Videoproduktion ist der Schnitt. Du möchtest das Video in einzelne Teile schneiden, um die besten aneinander zu reihen. Hierfür musst du den sogenannten Playhead immer wieder bewegen. Und zwar immer wieder. Und zwar ganz fein auch platzieren. Und wenn das nicht flüssig läuft, drehst du durch. Und zwar ganz schnell. Das ist einer der Gründe, warum Videoschnittmaschinen so viel PS brauchen. Die Schnittfunktion muss einfach gut laufen, sonst kommst du nicht vorwärts. Ich muss mich im Schnittfenster schnell hin und her bewegen können. Und wie man sieht, ich mache das jetzt mal schnell hin und her und will also sehen, dass das Bild meinem Playhead schnell folgt, ganz weit nach hinten, ganz weit nach vorne, läuft. Und hier läuft jetzt zusätzlich auch noch eine Screen-Recording-Software, also das Gerät hat gerade richtig was zu tun. Viele hektische kleine Mausbewegungen und der Playhead folgt praktisch ohne merklichen Zeitversatz. Ich drücke Play und es wird sofort abgespielt. Nice. So, jetzt mache ich mal was, was man so in einer Produktion niemals machen würde. Ich lege jetzt mal eine sogenannte Farbkorrektur auf das Videomaterial. Wenn man mal so auf den Grünanteil des Bilds achtet, ich habe das einfach ein bisschen wärmer gedreht, sodass es aussieht, als wäre es da gerade wirklich 40 Grad. So, und jetzt tue ich mal so, als würde ich weiterschneiden wollen. Beweg den Playhead jetzt mal richtig schnell hin und her. Klick, klick, klick. Okay. Eine Veränderung hat definitiv stattgefunden. Das war aber auch klar. Gleich vorweg, selbst mein großer Desktop-Rechner hier kann das bei einem 4K-Video mit aktivierter Farbkorrektur nicht mehr flüssig handeln. Es geht nicht, deswegen macht man es auch nicht. Ich mache das jetzt hier nur, um die Performance des Flip 13 zu visualisieren und zu demonstrieren. Man konnte gerade eben hoffentlich deutlich erkennen, dass zwischen dem Mausklick und dem Folgen des sogenannten Playheads merklich etwas Zeitversatz entstanden ist. Aber der springende Punkt ist, es geht noch. Und das ist schon beeindruckend für so ein kleines, schlankes Gerät. Wenn du das natürlich eine Viertelstunde lang machen würdest, also 4K-Material plus Farbkorrektur schneiden, wirst du schnell feststellen, dass auch die Kiste irgendwann recht warm wird und bleibt. Selbst mit Lüftung auf Full Power. Das bei meinem großen Desktop dann aber auch nicht anders. Aber unterm Strich, Videoschnitt-Performance richtig, richtig, richtig gut. Kurzer Themensprung, wie geil ist das, auf einem OLED-Display eine Videoproduktion zu machen? Muss ich das noch betonen? Es ist absolute Eye-Candy. Das Gerät und das Display sind genau dafür ausgelegt. Die Schärfe, die Farbtreue, das ist genau das, was das Flip 13 ideal dafür macht. Und das sogar für Grafikprofis. Das Display ist nämlich, Achtung, Pantone validiert. Was heißt jetzt Pantone validiert? Genau, nicht ganz so wichtig, sprengt hier den Rahmen. Aber umgangssprachlich nennt man das farbecht. In der Produktion dieses Laptops ist also ein Schritt enthalten, der so wirklich nur ganz selten überhaupt gemacht wird. Das Display wird mit einem sogenannten Kolorimeter durchgemessen und gegebenenfalls abgeglichen. Mit anderen Worten, aufwendig. Das heißt, wenn du auf diesem Display zum Beispiel das Logo einer berühmten koffeinhaltigen Limonade in Rot angezeigt bekommst, dann sieht das auch genau so aus, wie genau das Rot, ohne Farbabweichung. Obendrein, und das ist jetzt ein Themensprung, am Gerät selber hast du einen großen Full-Size-HDMI-Anschluss. Direkt am Gerät. Du brauchst keinen Adapter. Zweiten Monitor ran und los. Dein Flip 13 ist dein Hauptmonitor, klar. Und der zweite Monitor beherbergt all die Parameter, die du kontrollieren möchtest. Fertig. Videoschnitt-Setup. Für so eine Art Desktop-Setup würde ich immer noch ein zusätzliches Keyboard anschließen, ganz klar. Und natürlich eine Maus per Bluetooth. Und schon kann es losgehen. Und bei allem, was ich jetzt über das Display gesagt habe, müsste ich wahrscheinlich kaum betonen, wie gut Microsoft 365 drauf aussieht, oder? Jetzt mal kurz abgebogen zu Arbeitsthemen. Word, Excel, PowerPoint, alles läuft bei der Performance einfach super flüssig und sieht auch noch bestens aus. Du bekommst 1 TB Cloud-Speicher von allem, was du so produzierst. Zieh eine Sicherheitskopie auf OneDrive. Du brauchst dir keine Gedanken machen, ob genug Speicherplatz da ist. Beim Kauf eines Flip 13 gibt es zumindest zum Zeitpunkt dieses Videos einen Monat lang Microsoft 365 mit dazu. Und wenn du viel mit Excel arbeitest, wirst du deine helle Freude an dem Numberpad haben. Einfach oben rechts aktivieren und Zahlen tippen wie an einem 17 Zoller. Oder halt wie wenn du ein Keyboard angeschlossen hast. Bei Fragen zum ASUS ZenBook Flip 13 gerne einfach als Kommentar ans Video heften und danke fürs Zusehen. Ciao.